Ich habe dann schon gemerkt, wenn ich das nicht nehme, dann wäre ich so komisch, so nervös und so wie ein Schockzustand, Schweißausbrüche. Und da habe ich dann schon gewusst, ich bin süchtig. Ich habe dann Ärzte-Shopping betrieben. Also ich bin halt dann zu Fachärzten gegangen und habe da also die abstrusesten Geschichten erzählt. Und ich habe immer mehr Benzo bekommen. Ja. Frauen haben, glaube ich, oft einen sehr hohen Anspruch an sich, funktionieren zu müssen immer. Obwohl die Belastungen schon weit ihre Kräfte übersteigen. Sie möchten irgendwas haben, was sie stützt in dieser Situation. Und sie möchten auch etwas zu sich nehmen, was keiner merkt. Und wenn man denn mal dadurch auffällt, dass man eine Tablette nimmt, kann man immer sagen, was ja auch stimmt, der Arzt hat es mir verordnet. Ich habe das einfach genommen, ohne zu denken. Nicht einmal die Beipacktexte haben mich großartig interessiert, weil wenn du das liest, nimmst du es nicht. Also wir können schon sehr früh bei einer Ratte sagen, diese Ratte, die wird in ein paar Wochen süchtig werden, die andere nicht. Dass es körperliche Entzugserscheinungen gibt, das war mir überhaupt nicht bewusst. Also es war jetzt im Nachhinein gesehen die mit Abstand härteste Zeit meines ganzen bisherigen Lebens. Die Wienerin Doris Grötzer bei ihrer Morgenroutine. Es ist noch nicht lange her, dass sie ihre Sucht nach Schlaf- und Beruhigungsmitteln überwunden hat. Es waren gängige Medikamente vom Hausarzt, von denen man allerdings schon nach wenigen Wochen abhängig werden kann. Nach Jahren mit der Sucht ist sie heute noch nicht wieder arbeitsfähig. Eine große Umstellung für sie, denn ihr Job spielte lange Zeit die Hauptrolle in ihrem Leben. Ich habe immer sehr viel gearbeitet und habe immer Schlafstörungen gehabt. Und irgendwann bin ich dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich kann nicht schlafen. Und hat mir Benzodiazepine verschrieben, also Psychopax. Und ich habe da 5 Tropfen genommen, habe prächtig geschlafen. Und dann waren es 5 Tropfen, dann waren es 10, dann waren es 30, dann waren es 50. Und zum Ende zu, also das war dann 2011, musste ich das Benzo schon dann mischen mit Wodka, dass ich irgendwo noch eine Wirkung gehabt habe. Mir ist selber aufgefallen, dass ich fast nimmer mehr am sozialen Leben ja teilgenommen habe, weil ständig dieser Gedanke war, also süchtig, wo kriege ich das nächste Benzo her? Ne? Benzo, eine Kurzform für die Beruhigungsmittel der Gruppe Benzodiazepine. Wie Psychopax, sein Wirkstoff ist besser bekannt unter dem Namen Valium. Benzos werden vorrangig als Schlafmittel und Angstlöser verschrieben. Etwa 80% der Medikamentensüchtigen sind von ihnen abhängig. Und der Startschuss für eine Sucht fällt häufig beim Arzt. Die Wege in die Medikamentensucht sind eigentlich relativ klar. Das ist leider so, dass die meisten, die von Medikamenten abhängig werden, tatsächlich den Weg über die Praxis eines Arztes gewählt haben. Gar nicht sozusagen, weil sie etwas wollten, was abhängig macht, sondern weil sie etwas möchten, was ihnen den Alltag erleichtert und was sie möglicherweise bezogen auf die Belastungen im Alltag, bezogen auf Beziehungskrisen, Arbeitsplatzkrisen, bezogen auf Belastungen jeglicher Art, eine Hilfe erwarten. Und leider wird relativ selten darüber gesprochen, sondern relativ oft gleich verordnet. Und das ist im Übrigen auch ein ganz wesentlicher Unterschied zu allen anderen Süchten. Bei der Medikamentensucht sind immer Experten dabei. Der Arzt muss es verordnen, der Apotheker muss es abgeben. Das heißt, es sind an sich zwei Instanzen dabei, die erkennen müssten, dass vielleicht hier Probleme im Gang sind. Ein Leben ohne Tabletten ist für Marion Ursin unvorstellbar. Täglich nimmt sie mehrere Präparate. Antidepressiva, starke Schmerzmittel, Beruhigungsmittel. Schon als Teenager werden Medikamente zu ihren fixen Begleitern. Der Grundstein dafür liegt in einer enttäuschten Liebe und der Scham über ihren eigenen Körper. Es war so, dass ich eigentlich ein dickes Kind war immer und ich habe wahnsinnig gerne gegessen. Das war
mir sehr, sehr wichtig. Und dann mit 13 Jahren habe ich meinen ersten Freund kennengelernt. Nach 5 Jahren haben wir uns aber getrennt und er hat sich dann einer sehr dünnen jungen Frau zugewandt. Und ich war dann ziemlich enttäuscht und traurig. Und dann habe ich einen Jobwechsel gemacht und bin in eine Ordination gekommen. Und da habe ich dann Appetitzügler kennengelernt und habe sie auch genommen. Was für mich halt damals wahnsinnig toll war, ich bin immer dünner geworden. Von 74 Kilo auf 43 Kilo. Ich habe auch dann bei der Männerwelt Anklang gefunden. Es war nimmer mehr diese Erniedrigung, ah, da kommt die Gefühlte, sondern plötzlich attraktiv und jedes Quant hat mir gepasst. Es war toll. Es bleibt nicht lange bei den Appetitzüglern. Andere Medikamente müssen her, um die Begleiterscheinungen abzufedern. Die Nebenwirkungen sind massiv. Schlafprobleme natürlich, dann habe ich Schlaftabletten genommen und hier und da auch Beruhigungstabletten, weil ich gar so aufgepusht war. Ihr Umfeld merkt lange nichts von der Sucht. Als Kind wächst sie mit einem gewalttätigen Stiefvater auf. Streit und Disharmonie stehen auf der Tagesordnung. Das fehlende Selbstbewusstsein kompensiert sie früh mit Glückspillen. Ich habe das einfach genommen, ohne zu denken. Nicht einmal die Beipacktexte haben mich großartig interessiert, weil wenn du das liest, nimmst du es nicht. Und dann war ich aber süchtig. Ich habe dann schon gemerkt, wenn ich das nicht nehme, dann wäre ich so komisch, habe ich es genannt, so nervös und so wie ein Schockzustand, Schweißausbrüche. Und da habe ich dann schon gewusst, ich bin süchtig. Die Suchtklinik de la Tour in Kärnten. Renate Clemens-Marinschek ist die leitende Ärztin. Sie kennt den anfänglichen Segen und späteren Fluch von Beruhigungsmitteln. Das Problem bei diesen Medikamenten ist dann die Toleranzentwicklung. Das heißt, es wird jetzt dieses Medikament, wenn ich es wiederholt nehme, immer weniger wirken. Ich muss mit der Dosis hochfahren. Und ich muss im Laufe der Zeit immer mehr davon nehmen. Und die ursprünglichen Beschwerden kommen aber immer wieder, sobald die Wirkung nachlässt, und werden sogar mehr. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Ängsten leide, werden meine Ängste zunehmen, auf lange Sicht gesehen. Und das treibt sich in einen Teufelskreis hinein. Etwa 2 von 100 Menschen im deutschsprachigen Raum sind von Medikamenten abhängig. Das sind insgesamt mehr als 2 Millionen. Und 2 Drittel der Betroffenen sind Frauen. Frauen sind vielen Belastungen ausgesetzt, speziell jetzt. Es gibt ganz viele alleinerziehende Frauen, die berufstätig sind, die Kinder haben. Frauen haben, glaube ich, oft einen sehr hohen Anspruch an sich, funktionieren zu müssen immer. Obwohl die Belastungen schon weit ihre Kräfte übersteigen. Und da ist es natürlich, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich eine Tablette schlucke und wieder funktioniere, der einfachste Weg. Die männliche Sucht ist durch den Alkohol dominiert. Das ist laut, das ist gewalttätig, das ist männerbündisch, das ist sozusagen gemeinsam. Sehr egoistisch im Grunde genommen. Während Frauen uns immer wieder geschildert haben, dass sie sozusagen für die Harmonie in der Familie zuständig sind. Sie möchten sozusagen funktionieren, obwohl es ihnen schlecht geht. Sie möchten irgendetwas haben, was sie stützt in dieser Situation. Und sie möchten auch etwas zu sich nehmen, was keiner merkt. Das heißt, es ist eine stille Sucht. Und wenn man denn mal dadurch auffällt, dass man eine Tablette nimmt, kann man immer sagen, was ja auch stimmt, der Arzt hat es mir verordnet. 1960 findet der Chemiker Leo Sternbach für den Pharma-Riesen Hoffmann-LaRoche das erste Benzodiazepin, das als Librium auf den Markt kommt. Sein Nachfolger Valium avanciert zur meistverkauften Psychopille weltweit. Sternbachs anfängliche Tests verlaufen abenteuerlich. Nachdem er das Librium gemacht hatte, hat er dieses Librium in einem Zoo einem sibirischen Tiger gegeben.
Zunächst einmal hat er den Tiger so betrachtet, der eben sehr aggressiv war, ihm sofort an die Gurgel wollte, wenn er sozusagen über den Zaun gestiegen wäre. Dann hat er ihm eine große Kugel Librium gegeben und er lag dann in seinen Armen wie ein Kätzchen und ließ sich kraulen. Dieser Affe ist offensichtlich gereizt und in derart aggressiver Stimmung, dass er sogar seinen Wärter angreift. Nachdem ihm jedoch ein Tranquilizer gespritzt worden ist, hat sich das Tier beruhigt. Auf Provokationen lässt es sich kaum mehr ein und die Zähmung ist derart vollständig, dass das Versuchstier dem Wärter sogar aus der Hand frisst. Dieses Experiment demonstriert eine sehr typische Wirkungsweise der Tranquilizer. Das Medikament dämpft Angriffslust und Erregungszustände, ohne einzuschläfern. Das Tier bleibt wach, reagiert normal und lässt sogar mit sich spielen. Diese zähmende Wirkung ist, glaube ich, nicht untypisch, die auch im Zusammenhang mit der Wirkung für die Frauen zu assoziieren. So war das in der Werbung früher. Ich kann mich an eine Werbung erinnern, wo eine Frau hinter Besenstielen saß. Das sah aus wie Gefängnisgitter. Und dem Arzt wurde signalisiert, sie können sie zwar nicht befreien, aber sie können ihr helfen, sich weniger ängstlich zu fühlen. La Roche meint auch heute, dass der Konzern seit den 1970ern auf einen angemessenen Umgang mit Benzodiazepinen hinweist. Aufnahmen von 1973 zeigen anderes. Wir haben in Amerika ganz gross angelegte Studien durchgeführt, zusammen mit dem Nationalen Gesundheitsdienst. Sie haben keinerlei Anhaltspunkt dafür ergeben, dass Librium oder Valium zur Abhängigkeit, das heißt zur Süchtigkeit, führen würden. Doch als Opium der Massen kommen die neuen Beruhigungsmittel nach und nach in Verruf. Die Suchtgefahr macht sich bemerkbar. Das wusste die Firma Hoffmann-La Roche übrigens schon 1961, also ein Jahr nach Librium. Sie hat es aber verheimlicht. Und in den USA haben es die Ärzte erst 1974 erfahren und in Deutschland zum Beispiel erst 1984. Das heißt also, ein Vierteljahrhundert später, nachdem Roche wusste, diese Mittel führen zur Abhängigkeit, hat man die Ärzte erst informiert. Doch wie genau machen uns Beruhigungsmittel abhängig? In unserem Gehirn befinden sich 100 Milliarden Nervenzellen, die permanent miteinander kommunizieren. Das tun sie mittels elektrischer Impulse und mit Hilfe biochemischer Moleküle, sogenannter Botenstoffe. Die Aufgabe eines Botenstoffes ist es, den elektrischen Impuls von einer Nervenzelle zur anderen zu übermitteln, da dieser den Spalt nicht überspringen kann. Für die Wirkweise beruhigender Tabletten spielt der Botenstoff GABA die entscheidende Rolle. GABA ist ein hemmender Botenstoff, sozusagen ein körpereigenes Beruhigungsmittel und etwa 40% unserer Gehirnzellen reagieren darauf. Benzodiazepine docken gemeinsam mit GABA an Rezeptoren an unsere Nervenzellen an und wirken dort wie ein Verstärker des GABA, unseres körpereigenen Beruhigungsmittels. Nimmt man solche Beruhigungsmittel länger ein, steuert der Körper gegen und die Rezeptoren werden weniger empfindlich. Doch warum werden nicht alle Konsumenten süchtig? Am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim geht man dieser Frage am Tiermodell nach. In Experimenten können sich Ratten Kokain oder Alkohol selbst verabreichen. So. Jede fünfte wird süchtig. Wir haben ein System in unserem Gehirn, das uns belohnt und auf lebensbedrohliche und lebenserhaltende Ereignisse gleichermaßen reagiert. Dieses System reagiert aber auch auf Drogenmissbrauch. Für unser Hirn ist das verwirrend. Habe ich gerade etwas Überlebenswichtiges erlebt oder war das eine Droge? Unser Gehirn kann das nicht unterscheiden und reagiert auf beides mit der Ansage: Merk dir das, etwas Wichtiges passiert gerade. Pay attention to this event. Eine Art Lust- und Belohnungszentrum in unserem Gehirn sorgt also dafür, dass wir lebenswichtige Maßnahmen wiederholen, wenn wir etwa angenehme Gefühle beim Essen oder Trinken empfinden. Drogen wirken im selben Belohnungszentrum. Mhm.
In Mannheim werden alle Bewegungen und Tätigkeiten der Ratten permanent aufgezeichnet. Die Analysen der Daten lassen in die Zukunft der Tiere sehen. Also wir können schon sehr früh sagen, diese Ratte, die wird in ein paar Wochen süchtig werden, die andere nicht. Und das ist sehr erstaunlich, das können wir auch für andere Drogen, für Kokain haben wir jetzt ähnliche Befunde erhoben machen. Also wir können im Endeffekt durch Mikromuster in der Bewegung und aber auch im Drogeneinnahmeverhalten können wir schon solche Vorhersagen mit dieser akkuraten Aussage treffen. Die Genauigkeit der Vorhersagen liegt bei bis zu 90%. Die Gründe für die Sucht beim Menschen sind jedoch weit komplizierter als bei Ratten. Wir haben bei fast allen Drogen ungefähr dasselbe Problem, dass von 100 Leuten, die eine Droge nehmen, sei es jetzt Alkohol oder anfangen zu rauchen oder Heroin, dass letztendlich nur ca. 15 bis 20% süchtig werden. Jetzt können Sie sich fragen, an was liegt das? Das liegt einerseits an der Genetik, aber dann haben wir eine Konstellation auch mit Umgebung. Ja, es gibt viele Umgebungsrisikofaktoren für eine Suchtentwicklung. Unser angelerntes Verhalten spielt eine tragende Rolle bei der Entwicklung einer Sucht. Der Griff in die Hausapotheke ist für viele normal. Das Kind lernt von der Mutter, die Mama, wenn sie ein bisschen Kopfweh hat, schluckt gleich ein Medikament. Dann wird das Kind lernen, okay, heute fühle ich mich nicht so wohl, ich schluck einfach etwas. Ja. Oder es gibt da so überbehütende Eltern, das Kind fällt hin, tut sich ein bisschen beim Knie weh, nichts Massives, und es kriegt gleich 10 Globuli oder so. Ja. Also das lernt gleich, kleines Aua, schlucken, dann gut. In Linz nimmt die Suchtprävention Oberösterreich ihre Arbeit bereits in Kindergärten auf. Hallo, heute ist Guten genau. Ingrid Rabeder-Fink weiß, wie prägend vor allem schlechte Erfahrungen eines Kindes für eine spätere Suchtentwicklung sind. Ein Risikofaktor ist ein disharmonisches Familienklima. Immer wenn die persönliche Integrität, die persönliche Unversehrtheit des Kindes verletzt wird, durch Gewalt, durch sexuelle Übergriffe, durch emotionale Verwahrlosung, ist das natürlich der massivste Risikofaktor. Sie und Ihr Team schulen unter anderem Kindergartenpädagoginnen im Umgang mit präventiven Maßnahmen. Suchtprävention macht deswegen so früh Sinn, weil die Faktoren, die wir brauchen in unserer Persönlichkeitsentwicklung, ganz früh grundgelegt werden in der Entwicklung. Der spielzeugfreie Kindergarten etwa soll Mechanismen entgegenwirken, die zur Sucht führen. Für einige Monate werden alle Spielsachen weggeräumt, um die Kreativität und sozialen Fähigkeiten der Kinder zu fördern. Für die Kinder ist das eine völlig klare Geschichte und sie freuen sich auch sehr drauf. Ein Kind sagte zu mir: Gertraud, endlich schicken wir das Spielzeug auf Urlaub. Jetzt können wir wieder das spielen, was uns einfällt. Nichts passiert. Kinder sind ja Erfinder, Forscher und Entdecker. Lernen passiert, indem wir selber Erfahrungen machen und Probleme selbstständig lösen. Indem wir uns anstrengen, bemühen, aktiv sind, initiativ sind, selber bestimmen können. Bespaßung von außen führt eigentlich zu Passivität. Das heißt, ich muss mich nicht selber anstrengen. Es passiert etwas mit mir und ich bin selber nicht aktiv. Es ist
Die Spielsachen geben unter Anführungszeichen den Kindern auch Sicherheit. Sie müssen sich nicht unbedingt sehr mit sich selber oder mit der Umwelt auseinandersetzen. Manche Kinder kommen und spielen jeden Tag das Gleiche unter Anführungszeichen, ja. Und wenn aber das Spielzeug weggeräumt ist, dann muss man sich wieder mal auf sich selber besinnen, auf die Freundinnen und Freunde. Und was auch stark auffällt, ist, dass wenn wir im Garten sind, dass die Natur sehr präsent wird für die Kinder und den Kindern die kleinsten Kleinigkeiten, die kleinsten Käfer auffallen. Eddie, aber wir sind auch ein Regenwurm. Jeder Mensch nimmt ja Drogen, um sich besser zu fühlen, um sich lebendig zu fühlen, um unangenehme Gefühle nicht erleben zu müssen. Wenn ich aber in der Lage bin, mein Leben selber zu gestalten und mich selber in eine positive Gefühlslage, Stimmungslage zu bringen, dann bin ich nicht auf Drogen von außen angewiesen. Die Wege in die Medikamentensucht sind vielfältig. Bei Wolfgang Ebser tritt mit 35 plötzlich eine Form der Dystonie auf. Eine Erkrankung der Nerven, die bei ihm zu einer unkontrollierten Fehlhaltung des Kopfes führt. Aufgefallen ist es mir zum ersten Mal während einer Autofahrt. Plötzlich merkte ich, ich kann meinen Kopf nicht mehr gerade halten und nicht mehr gerade ausschauen. Der Kopf hat ständig zur rechten Seite gezogen. Seine Krankheit gilt bis heute als unheilbar. Die Dystonieerkrankung ist für mich schon sehr mit Scham behaftet. Man wird im Alltag sehr oft angestarrt, angegafft. Das Gleiche ist aber auch im Beruf. Also man versucht es einfach irgendwie zu verbergen. Und in dem Arztgespräch habe ich meinen Arzt gebeten, ob es irgendein Medikament oder sonstiges geben würde, dass ich meine berufliche Tätigkeit überhaupt weiter ausführen kann. Sein Facharzt verschreibt ihm Xanor. Solche Beruhigungsmittel haben auch muskelentspannende Wirkung. Für Wolfgang Ebser damals eine Erlösung. Ich wurde vom Arzt auch darauf hingewiesen, dass dieses Medikament abhängig macht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wie ich die positive Wirkung festgestellt habe und die schnelle Wirkung und dass plötzlich auch eben meine Dystonieerkrankung, die Symptome wesentlich besser waren, war mir das eigentlich wurscht. Ich entwickle nur eine Sucht auf ein Medikament, das sofort wirkt. Nicht ein Antidepressivum, das vielleicht in 3 Wochen wirkt. Ja? Wenn ich sowas verschreibe, dann muss ich eben eine hohe Sorgfaltspflicht walten lassen. Eben kleine Packungsgrößen, häufige Kontrollen, keine Rezeptausgabe über die Assistentin, den Patient wieder bestellen, engmaschig und schauen, ob die Indikation für dieses Medikament noch besteht. Und grundsätzlich würde ich eben von einer länger dauernden Verschreibung dringendst abraten. Über 10 Jahre nimmt Wolfgang Ebser hohe Dosen an Beruhigungsmitteln. Heute geht er regelmäßig zur Psychotherapie. Gespräche sind ein wesentlicher Bestandteil im Kampf gegen die Sucht. Es ging ja von einer halben Xanor am Anfang bis zuletzt 8 bis 10 Tabletten, 8 bis 10 Xanor pro Tag und teilweise noch mehr. Wo man sich eigentlich denken müsste, Hausarzt, Sprechstundenhilfe, irgendwann müsste das eigentlich auffallen, wenn man plötzlich nicht mehr einmal im Monat, sondern einmal die Woche oder vielleicht 2-mal die Woche um das Rezept kommt. Aber es ist problemlos. Es ist vielleicht auch am Land so, man kennt sich untereinander. Und also es, auf alle Fälle hat es sehr leicht funktioniert, dass ich zu meinen Rezepten kam. Doris Krötzers Hausärztin verweigert ihr nach einiger Zeit die Rezeptausgabe. Doch sie weiß einen Ausweg. Ich habe dann Ärzte-Shopping betrieben. Also ich
bin halt dann zu Fachärzten gegangen und habe da also die abstrusesten Geschichten erzählt. Und ich habe immer mehr Benzo bekommen. Ja. Für Marion Ursin war die Beschaffung ihrer Tabletten besonders einfach. Da ich in der Ordination gearbeitet habe, kam ich ja gut dahin, weil die Pharmavertreter kamen täglich. Da habe ich halt dann auch schon meine Freunde gehabt, Beziehungen. Und was ich gebraucht habe, habe ich auch bekommen. Etwa 30 Millionen Packungen an Beruhigungs- und Schlafmitteln gehen jährlich in deutschen Apotheken über den Ladentisch. In Österreich und der Schweiz sind es zwischen 3 und 4 Millionen. Circa 80% von ihnen verschreiben Hausärzte. Immer häufiger auf Privatrezept. Was ich sehe, ist, dass Ärzte selber Ausweichstrategien oftmals nutzen, dass sie solche Mittel auf Privatrezept verordnen. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass dann die Ärzte mit ihrer Verordnung nicht mehr erfasst werden. Es wird nirgendwo dokumentiert. Die Menschen gehen mit dem Privatrezept in die Apotheke, das wird bezahlt, das Rezept wird weggeworfen, weil sie das Geld nirgendwo zurückbekommen. Und insofern ist es, glaube ich, noch immer mehr, als man denkt, was an diesen Mitteln verordnet wird. Manche Konsumenten weichen ins Internet aus. Etliche Seiten bieten rezeptpflichtige Medikamente an. Gesetzlich erlaubt ist das nicht. Der Großteil von rezeptpflichtigen Medikamenten im Internet kommt aus Asien und muss erst durch den Zoll. Tausende Arzneimittel schaffen das nicht und werden abgefangen. Erstens einmal kennen wir schon diese Verpackung. Die sind alle gleich. Also da braucht man gar nicht auf irgendwelche Adressen oder sonst irgendetwas schauen. Die kann man schon anhand der Verpackung aussortieren. Erklärt ist das Ganze als Nahrungsergänzungsmittel, was also mit Sicherheit nicht stimmt. Wenn man da reinschaut, werden wir wahrscheinlich Potenzmittel finden. Durch unerlaubte Einfuhr von Arzneiwaren riskiert auch der Besteller mehrere tausend Euro Strafe. Abgesehen vom möglichen Schaden für seine Gesundheit. Es gibt Medikamente, die enthalten überhaupt keinen aktiven Wirkstoff. Oder es gibt Medikamente, die sind nicht einmal mit irgendwelchen Pharmazutaten hergestellt, sondern da hat es also schon Zielstaub, Farbe von Bodenmarkierungen gegeben, die ganz einfach irgendwie in Form gepresst wurden, mit Möbelpolitur versehen wurden, damit sie also einen schönen Glanz haben, wie halt Medikamente üblicherweise aussehen, und so weiterverkauft wurden. Unser Gehirn gewöhnt sich schnell an die Tabletten. Beruhigungsmittel beeinflussen besonders unser Gedächtnis, unsere Muskeln und Emotionen. Je mehr Tabletten man nimmt, desto mehr kommen dann auch die negativen Begleiterscheinungen ans Tageslicht. Man hat keine Emotionen, keine Gefühle, man kann sich über nichts mehr freuen. Ich habe buchstäblich das Lachen verlernt. Ich habe dann nehmen können, was ich wollen habe. Ich habe dann nicht einmal mehr 2 Stunden schlafen können. Und war agiert, wurde auch sozial unverträglich. Ich habe Schweißausbrüche gehabt, Zittern. Ich habe meine Arbeit nicht mehr machen können. Also das war sehr, sehr heftig dann. Doris Grötzer realisiert schließlich ihre Suchterkrankung und will einen Entzug wagen. Doch die Suche nach Hilfe gestaltet sich schwierig. Ich wusste auch nicht, wo ich hingehen kann. Das ist das nächste Problem. Ich habe damals auch in einem Spital angerufen. Und der Herr hat gesagt, ja, Sie können kommen, Sie haben ein Gespräch und dann werden wir weitersehen, ob Sie bleiben dürfen. Dann war ich in einer Notfallambulanz und da habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Psychiater und dahinter war dieses Netzbett. Da habe ich mir gedacht, also, da bleibe ich sicher nicht. Ne? Und das war natürlich alles sehr abschreckend für mich. Und ich habe mir gedacht, mir kann niemand helfen, mir kann man nur selbst helfen. Ich habe mich verbarrikadiert in meiner Wohnung. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, habe ich hinter die Eingangstür geräumt. Ich habe mir ein bisschen Essen besorgt. Ich habe teilweise nicht mehr gewusst, ist es Dämmerung, ist es Morgen.
Also das war, ich habe Feuerbälle da gesehen, ich mich angemacht, ich mich abgebrochen, es war furchtbar. Ärzte raten von einem kalten Entzug, dem plötzlichen Absetzen, dringend ab. In der Suchtklinik de la Tour wird der Entzug durch Sport, Aroma- und Kreativtherapien unterstützt. Über 8 Wochen oder länger dauert der stationäre Aufenthalt. Die Suchtmittel werden ausgeschlichen, um gesundheitliche Gefahren wie etwa Epilepsie zu vermeiden. Ein Spaziergang ist ein Entzug aber in keinem Fall. Dass es körperliche Entzugserscheinungen gibt, war mir überhaupt nicht bewusst. Und die sind dann relativ rasch, mit schon kleinen Dosierungseinschränkungen, sind die relativ rasch aufgetreten. Angefangen von extremen Zittern beim Frühstück, Kaffeetasse mit beiden Händen. Sonst hätte ich den Kaffee nicht trinken können. Immense Schweißausbrüche, innere Unruhe, die man sehr schwer in Worte fassen kann. Also es war jetzt im Nachhinein gesehen die mit Abstand härteste Zeit meines ganzen bisherigen Lebens. Erst der 2. Entzugsversuch war für Wolfgang Ebser erfolgreich. Noch 2 Jahre danach kommt er regelmäßig zu Gesprächen in die Suchtklinik. Gerade bei der Medikamentenabhängigkeit, die Patienten brauchen lange, um von diesem Suchtdruck dann loszukommen. Das heißt, der entsteht immer, wenn Reizsituationen entstehen. In Mannheim forscht man an einer Hilfe im Umgang mit dem Suchtdruck. Mittels sogenanntem Neurofeedback sollen entwöhnte Patienten den Umgang mit dem starken Verlangen lernen. Also wir glauben bei Suchtpatienten, dass sie sehr häufig, wenn sie Reize sehen, die was mit ihrer Sucht zu tun haben, eine Aktivierung in ihrem Belohnungssystem des Gehirns bekommen. Und mit dem Neurofeedback versuchen wir ihnen beizubringen, diese Aktivierung unterzuregulieren und dadurch Kontrolle über den Suchtdruck zu bekommen, der entsteht, wenn das Belohnungssystem aktiviert wird. Ein süchtiges Belohnungssystem erzeugt extremes Verlangen, oft stärker als der eigene Wille. Okay, bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, soweit. Gut, dann kommen wir jetzt zum ersten Neurofeedback-Durchgang. Bei den Bildern versuchen Sie bitte, den angezeigten Gehirnprozess runterzuregulieren. Ohne Anleitung soll die Patientin selbst herausfinden, wie sie ihr Verlangen steuert. Der Computer zeigt ihr an, wie ihr Hirn auf Atmung oder ablenkende Gedanken reagiert. Was man dann sehen kann, ist in der roten Gruppe, das ist die Feedback-Gruppe, die haben dann tatsächlich über die 3 Durchgänge, die wir gemacht haben, es geschafft, das ventrale Striatum hier, das ist die Region, die man hier sieht, runterzusteuern. Während die, die das falsche Feedback gekriegt haben, also die quasi keine Kontrolle hatten, weil es nicht ihr eigenes Gehirn ist, was sie gesehen haben, die haben überhaupt keine Veränderung gezeigt. Der Haken? Die Therapie ist teuer. Doch bewährt sie sich in der Magnetresonanz, wollen die Forscher günstigere Feedback-Methoden finden. Sucht nach Medikamenten kann auch ohne körperliche Abhängigkeit entstehen. Besonders chronische Schmerzpatienten sind gefährdet, häufig zu Tabletten zu greifen. Eduard Hartmann leidet seit seiner Jugend an schwerer Migräne. Die Attacken kamen wöchentlich, meistens noch öfter. Für den Buchautor eine große Belastung. Ein Leben ohne Schmerzmittel scheint ihm jahrzehntelang unmöglich. So ein Anfall dauerte ca. 8 bis 10 Stunden und hat sich eben in seiner Intensität gesteigert. Ohne Tabletten war es fast nicht zu ertragen. Also da konnte man nur den Kopf irgendwo gegen eine Wand hauen. Und wenn ich zum Arzt gegangen bin, und das habe ich ein paar Mal versucht, dann habe ich Kopfwehtabletten gekriegt. Und diese Migränekanit hat man halt dann bis zu der Höchstdosis nehmen können. Und damit hat man den Schmerz so weit runtergekriegt, dass man funktionieren konnte. Aber da ist der Schmerz dann, sagen wir, um 40-50% reduziert worden. Kopfschmerzmittel sollen nicht öfter als 9 Tage im Monat eingenommen werden. Eduard Hartmann haben die Tabletten täglich begleitet.
Jedes Medikament, das man zum ersten Mal nimmt, wirkt fantastisch. Wenn man es zum 10. Mal nimmt, wirkt es noch ein bisschen. Und wenn man es zum 100. Mal nimmt, wirkt es fast gar nicht mehr. Und dann war das immer so ein Kreislauf, dass ich genau gewusst habe, okay, heute nehme ich Paracetamol und morgen nehme ich Aspirin und übermorgen nehme ich das nächste und das nächste. Und so hat man einen Cocktail von 5 oder 6 Tabletten, die einigermaßen was bewirken und helfen. Und mit denen arbeitet man sich dann durch. Langfristig eingenommen verlieren Schmerzmittel ihre Wirkung, weil das Nervensystem seine Empfindlichkeit für Schmerzen steigert. Für Schmerzspezialisten ist dieses Wissen essentiell für eine erfolgreiche Therapie. Vor allem müssen die Patienten auch informiert sein, dass die zu häufige Einnahme von Kopfschmerzmitteln wider jegliche Erwartung noch mehr Kopfschmerzen machen können. Das heißt, werden Kopfschmerzmittel zu oft eingenommen, resultiert daraus eine Zunahme der Kopfschmerzen. Und es entsteht ein Teufelskreis aus immer mehr Kopfschmerzen, immer mehr Schmerztabletten. Ein Verzicht auf Schmerzmittel war für Eduard Hartmann nicht denkbar. Zu groß der Stress in seinem früheren Job im Verlagswesen. Sein Arzt verschreibt ihm Triptane, ein starkes Migränemittel. Seine Nebenwirkungen? Erhöhter Blutdruck und erhöhtes Herzinfarktrisiko. Der Witz war ja, ich war ja dann schon 60, über 60, da dürfte man sie gar nicht mehr nehmen. Und ich kam dann schon auf eine Dosis von über 20 pro Monat. Und dann wusste ich, wie soll ich da noch leben? Ich hatte echte Suizidgedanken und habe irgendwie auch nicht mehr wirklich weiter gewusst. Sein Arzt überzeugt ihn schließlich von einem Entzug. Rezeptfreie Medikamente werden in der Regel nicht ausgeschlichen, sondern abrupt abgesetzt. Auch für diesen Entzug empfehlen Ärzte 2 Wochen Ruhe oder einen stationären Aufenthalt. Eduard Hartmann wählt den Entzug im Spital. Im Krankenhaus, so wie ich es gemacht habe, fantastisch. Die haben mich einfach mit Medikamenten, mit irgendwelchen Sachen ruhig gestellt. So dass ich einfach müde war, geschlafen habe, im Bett liegen bin den ganzen Tag, ein bisschen gelesen habe und die Woche hatte ich keine Migräne, keine Schmerzen, es ging mir gut und die Arbeit fing dann nach der Woche an. Solange der Schmerz da ist, wird man nach Medikamenten schreien und das heißt, man muss da ansetzen, dass der Schmerz gar nicht kommt und zu dem Zweck muss man sein Leben ändern. Bei der Recherche stößt Eduard Hartmann auf ein Buch und setzt auf eine histaminfreie Diät. Für ihn der Schlüssel zu einem schmerzfreien Leben. Die Einschränkungen seines Speiseplans sind umfangreich. Da muss man schon sehr, sehr weit sein, dass man sagt, okay, keine Schokolade, kein Schwarztee, kein Grüntee, kein Kaffee. Und dann kommt noch die ganze andere Palette. Kein Rotwein, kein Sauerkraut, kein Essig, keine Zitronen. Die Liste ist endlos. Es ist mir noch nie in meinem Leben so gut gegangen. Es ist mir noch nie so gut gegangen. Ich weiß, wenn ich in der Früh aufstehe, Tag ohne Kopfschmerzen, Tag ohne Einschränkungen, ich kann machen, ich habe meine volle Energie, ich kann mich freuen, ich kann tun und lassen, was ich will. Sport und Entspannung sind für ihn die wichtigsten Maßnahmen, neben der Vermeidung von Histaminen. Ob diese Migräne auslösen, ist wissenschaftlich jedoch umstritten. Ein Zusammenhang zwischen Histamin oder Histaminintoleranz und Migräne ist nicht zweifelsfrei belegt. Wir wissen aber, dass es individuell sehr unterschiedliche Auslösemechanismen geben kann. Das heißt, man kann nicht prinzipiell ausschließen, dass das nicht doch bei einzelnen Patienten der Fall ist. Zu viele Schmerzmittel sind nicht nur für Migränepatienten bedenklich. Aspirin, Tomapyrin und Co. belasten vor allem den Magen, den Darm und die Nieren.
Im schlimmsten Fall muss die Dialyse die Arbeit von geschädigten Nieren übernehmen. So wie man früher die akute Niereninsuffizienz definiert hat mit den Lidödemen und den Wassereinlagerungen, das sind Spätsymptome. Es geht schon sehr viel früher los. Ja? Wir kriegen immer wieder Patienten zugewiesen wegen anderen Erkrankungen, die dann hereinkommen und man sieht, ups, sie haben aber erhöhte Nierenwerte, da habe ich noch nie was davon gehört. Und dann kommen wir drauf, sie nehmen ja seit 3 Monaten Schmerzmittel oder sowas. Etwa 5% aller Fälle von Nierenschwäche sind auf übermäßigen Schmerzmittelkonsum zurückzuführen. Frauen sind dabei 3 bis 5 Mal häufiger betroffen. Müsste ich auf längere Zeit regelmäßig solche Schmerzmittel nehmen, würde ich auch sehr darauf schauen, dass ich genug Flüssigkeit zu mir nehme, weil das schützt die Niere immer und in jeder Lebenslage, und würde regelmäßig kontrollieren, ob die Nierenwerte stabil bleiben. Schmerzmittel sind im medizinischen Alltag nicht wegzudenken. Opiate, die stärksten, machen wie Beruhigungsmittel rasch süchtig. Ihr Einsatz ist seit langem umstritten. Wir haben immer wieder gesehen, dass zum Beispiel Menschen mit onkologischen Erkrankungen, gerade die unter Schmerzen litten, gerade in den letzten Monaten und Wochen ihres Lebens, dass solche Mittel bei onkologischen Patienten eigentlich relativ seltener verordnet wurden, sodass wir eigentlich davon ausgingen, es war eine Unterversorgung. Und viele Ärzte haben sie nicht angewendet, weil sie an dieser Stelle plötzlich merkten oder wussten oder auch sagten, diese Mittel führen zur Abhängigkeit. Beim Schwerstkranken, denke ich, ist das ein besonders merkwürdiges Argument. Das heißt, wir hatten eine Situation, wo man aufholen musste, wo man eben auch die Schmerztherapie verbessern musste. Und die Schmerztherapie verbessern hieß eben oft, auch solche stark wirksamen Mittel verordnen. Das führte zwar zu einem etwas verbesserten Zugang für Schwerstkranke, aber auch zum vermehrten Einsatz von Opioiden mittels Schmerzpflastern. Zum Beispiel bei Osteoporose oder Rückenschmerzen. Also es ist nicht erst Morphin bei onkologischen Erkrankungen, sondern es ist das Fentanyl zum Beispiel bei Rückenbeschwerden mit Pflastern, die dann leider aber unmittelbar in der höchsten Dosierung angewendet werden. Und das kann unter Umständen problematisch werden, weil man weiß, dass diese starken Schmerzwirkstoffe zur Atemdämpfung führen. Es ist möglich, dass die Menschen tatsächlich dann überdosiert werden und dass diese Überdosierung tatsächlich lebensbedrohlich sein kann. In den USA entwickelte sich eine Opioid-Epidemie. Erhebungen haben gezeigt, dass die Lebenserwartung der US-Amerikaner 2016 durchschnittlich um 5 Wochen gesunken ist. Es war das einzige westliche Land mit einem derartigen Rückgang. Der Grund dafür war vorerst nicht klar. Es liegt daran, dass in den USA der Umgang mit verschreibungspflichtigen Opiaten, die sehr lax umgegangen wurde in den letzten 10, 15 Jahren. Das wurde gesetzlich alles ein bisschen aufgeweicht und die Ärzte haben viel Opiate verschrieben. Und wir haben letztendlich 55.000 Tote 2016 in den USA gehabt durch eine Überdosis von Opiaten. Besonders häufig sind ältere Menschen abhängig von Medikamenten. 2/3 aller Süchtigen sind über 65. Viele von ihnen leben in Pflegeeinrichtungen. Mit Schlaf- und Beruhigungsmitteln wird immer wieder versucht, fehlende Pflegekräfte auszugleichen. Wir wissen, dass der Prozentsatz von Suchterkrankungen in Pflegealtersheimen höher ist als bei alten Menschen, die zu Hause leben. Ungefähr 10% pro Jahr unserer Patienten sind über 65 hier. Und alle, die gekommen sind, kommen von zu Hause. Also eigentlich niemand aus einem Altersheim oder Seniorenheim, obwohl es dort höhere Prozentzahlen gibt. Weil die Zeit für Zuwendung oft fehlt, sehen Pflegekräfte in Tabletten eine Möglichkeit, belastende Störungen im Heimbetrieb auszuschalten. Ernst Berger ist Psychiater und leitet eine Kommission der Volksanwaltschaft, eine parlamentarische Kontrolle öffentlicher Verwaltung in Österreich. Wir kommen von der Kommission 4 der Volksanwaltschaft. Berger, guten Morgen. Die Volksanwaltschaft kontrolliert Pflege- und Senioreneinrichtungen auf Menschenrechtsverletzungen. Unnötiger Einsatz von Beruhigungsmitteln gehört dazu.
Wenn Sie Medikamente brauchen, die kriegen Sie vom Doktor verschrieben? Ja, von der Frau Doktor, ja. Und brauchen ich habe sehr viele Medikamente. Brauchen Sie zum Schlafen was? Eigentlich über Beruhigungstablette. Von der Frau Lauscher würde man gerne die Patientendokumentation sehen. Ja. Medikations. Okay. Wenn Sie einsteigen. Alles, was nicht geäxt ist, ist derzeit laufende Medikation. Genau. Das ist ja eine Latte. Für die Betroffenen bedeutet es, wenn sie Medikamente bekommen, die über das Maß der behandlungsbedingten Notwendigkeit hinausgehen, dass sie in ihrer Wachheit, in ihrer Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, in ihrer Denkfähigkeit beeinträchtigt werden. Also man sagt ja auch im Volksmund die chemische Zwangsjacke. Das ist de facto das, worum es geht. Im Pflegeheim der Senecura versuchen die Betreuer, nur dort Psychopharmaka einzusetzen, wo es wirklich nötig ist. Petra Juracek kennt den Alltag und die Herausforderungen in einem Seniorenheim und weiß die Wirkung von Benzodiazepinen auch zu schätzen. Natürlich sind sie notwendig, um auch die Eingewöhnungsphase so sanft wie möglich zu machen. Diese Veränderung, die räumliche, fremde Personen sind um diese Menschen, das vermittelt Angst. Und bis wir dieses Vertrauen aufgebaut haben, kann es durchaus sein, dass der Neurologe diese Medikation auch in einer anderen Art und Weise erhöht. Aber wichtig ist für uns immer, dass wir Pflegepersonen dokumentieren das Verhalten und dass die Ärzte immer wieder auf die Medikation schauen und dass sie dann zu einem gegebenen Zeitpunkt auch wieder ausgeschlichen werden kann. Die Bewohner kommen regelmäßig zum Arzt. Die Medikamente werden genau dokumentiert, die mit Suchtpotenzial extra angeführt. Maßnahmen, die die Volksanwaltschaft in vielen Heimen vermisst. Das Wissen des Pflegepersonals über Halbwertszeiten und Nebenwirkungen von Beruhigungsmitteln sei oft nur bescheiden. Wenn jüngere Menschen zum Beispiel Valium nehmen oder auch ähnliche Produkte, dann bleibt dieses Mittel noch zur Hälfte der Dosierung über 20 Stunden etwa im Körper. Wenn ein Mensch von 60, 70 so ein Mittel nimmt, dann bleibt es über 100 und 120 Stunden im Körper. Das heißt, das 5- bis 6-fache an Zeit, die dieses Mittel zirkuliert. Und wenn ich dann gewohnt bin, alle 24 Stunden zum Beispiel eine neue Tablette zu nehmen, dann baut sich der Wirkstoff im Körper auf, er kumuliert. Und das bedeutet, dass dann natürlich die Wirkstoffstärke, die Wirkstoffmenge immer stärker dazu beiträgt, dass die dämpfende Wirkung dieses Mittels in den Vordergrund tritt. Durch so einen Hangover-Effekt kann die Sturzgefahr am nächsten Tag deutlich erhöht sein. Und das ist nicht das einzige Risiko. Es gibt einen weiteren Aspekt, den man in den letzten Jahren genau untersucht hat, das ist nämlich die langjährige Anwendung von solchen Benzodiazepinen, dass bei diesen Arzneimitteln tatsächlich das Risiko zu existieren scheint, dass sie mitbeteiligt sind am Risiko der Entwicklung einer Alzheimer-Demenz. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen, weil natürlich durch diese Mittel auch die kognitiven Fähigkeiten der Menschen sinken, also auch die kommunikativen Fähigkeiten, die Fähigkeit, mit anderen Menschen umzugehen, die Fähigkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, dass sie sozusagen dämmerig werden, dass sie in einen Zustand kommen, der sehr beruhigend wirkt und dass man überhaupt auch seinen Verstand nicht mehr unbedingt nutzt, um ihn sozusagen weiterzuentwickeln. Im Pflegeheim der Senecura gibt es regelmäßige Validationsgruppen, eine spezielle Kommunikationsform für Personen mit Alzheimer. Maria Aberl erkrankte daran vor 6 Jahren. Ihre Kinder waren mit der Krankheit und der medikamentösen Behandlung überfordert und entschlossen sich für eine Unterbringung im Heim. Die Angehörigen waren sehr verzweifelt und die Frau Aberl selbst war auch in einem sehr traurigen Zustand. Sie war zu Beginn sehr abweisend, ablehnend, hat verlernt zu essen und zu trinken, hatte keinen Appetit. Sie kam mit sehr einer hohen Einstellung an Psychopharmaka, die wir dann innerhalb von 9 Monaten ausschleichen konnten. Was? Eine Ziege? Ich war ein Gas.
was, nicht der Ziege. Die positiven Auswirkungen der Behandlungen und reduzierten Medikamentengaben fallen auch der Familie von Frau Aberl auf. Ihre Tochter besucht sie häufig. Es war am Anfang für sie sicher schwierig, für uns natürlich auch, weil sie immer nach Hause wollte. Aber im Laufe der Zeit, alle Achtung, also sie ist aufgeblüht. Ja. Wolfgang Ebser lebt seit 9 Monaten ohne Beruhigungspillen. Auf seinen Sieg gegen die Sucht ist er stolz. Er weiß, der Alltag ohne Medikamente wird noch viele Fallen bereithalten. Doch seinen Entzug hat er noch nie bereut. Zu meiner Freude muss ich sagen, ich kann wieder sehr viel wahrnehmen, was in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so war. Negative Begleiterscheinungen, Dystonieerkrankung massiv verschlechtert. Und trotz allem würde ich nie wieder in dieser Medikamentenfalle reinfallen wollen, denn das ist das Schlimmste, war die schlimmste Zeit überhaupt. Marion Ursin lebt weiterhin mit ihrer Sucht. Für Menschen wie sie will Doris Grötzer eine Selbsthilfegruppe gründen und mit ihren Erfahrungen Mut machen. Die Schleier haben sich gehoben und ich war endlich einmal wieder ein glücklicher, zufriedener Mensch, der Perspektiven hat, der Wünsche hat, der Träume hat und eine Lebensqualität. Und ich nehme nie wieder Benzo.